Das mag ich nicht. So gehört sich das nicht, mein Freund. So. Headshot 17, ne? War schon geil. Witzigerweise hat die 17 bei uns in der 12. Klasse mal eine besondere Stellung eingenommen. Witzigerweise. Da waren wir in Frankreich, im Argonner Wald. Ich glaube, da hatte ich schon mal drüber erzählt. Und da haben wir halt immer Knack gespielt. Und auch noch andere Spiele, aber halt immer so auf der Busfahrt oder so halt. Oder wenn gerade nichts los war, mal kurz in der Pause Karten raus. Knack geht ja schnell. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Spiel kennt. Ich muss auch gerade überlegen, ob ich die Regeln gut und adäquat wiedergeben kann. Ich weiß nicht, wie man es spielt. Aber ob ich es gut erklären kann, ist die andere Frage. Also du kriegt halt jeder Spieler 3 Karten. Und die Werte sind halt so normal, ne? Also normales Skatblatt ab 7, ne? Dann halt 8, 9, 10 ist normal. Bube, Dame und König haben jeweils... zählen auch 10, ist halt, ne, Bilder zählen 10 und Ass zählt 11. So, du hast da 3 Karten auf der Hand, und es zählt halt, und du zählst jetzt die Werte der Karte zusammen, der Karten zusammen, die gleiche Farbe oder das gleiche Muster haben. Also, ja, Herzen zählen, wenn du jetzt ein Herz 7 und ein Herz 10 auf der Hand hast, hast du 17 Punkte und noch was anderes, zum Beispiel ein, keine Ahnung, Pik König, dann hast du halt 17 Punkte als höchstes auf der Hand. Und dann liegen in der Mitte immer noch mal 3 Karten. Dann gibt es verschiedene Regeln, ob man schieben kann oder die Karten nicht ausgewechselt werden und sonst sowas. Aber und dann darf man sich entweder alle 3 Karten aus der Mitte nehmen und seine dafür hergeben. Wenn da richtig gute liegen, dann ist halt, ne? Dann machst du das oder du darfst halt immer eine Karte auswechseln. Das geht dann reihum, bis einer zumacht. Dann gibt es noch eine Runde halt und dann werden zum Schluss einfach die Karten aufgedeckt und wer halt am meisten hat, vom Punkten her hat gewonnen. Dabei gibt es dann den Knack, das ist, wenn du 31 hast, also 2 Bilder oder eine 10 und ein Ass. Und den Superknack, das sind dann 3 Asse. Da gibt es auch verschiedene Regeln, wie man die ausspielen soll. Oder, ja, habe ich schon verschiedene Regeln quasi gehört. Aber auf jeden Fall hat dann einer einfach so mal irgendwann zugemacht. Also, wenn man zu dritt, zu viert spielt, dann kommt das auch schon mal vor, dass man da irgendwie mit 28 verliert oder so, was eigentlich schon eine relativ hohe Punktzahl ist. Und dann macht man halt immer so früh wie möglich zu, damit die anderen halt nicht auf hohe Punkte kommen, falls man halt selber hohe Punkte hat. Auf jeden Fall macht er dann zu und dann völlig selbstsicher am Ende legt er seine Karten hin und sagt einfach so richtig 17. Und das war dann auf einmal so voll der krasse Running Gag bei uns. Das hat sich auch, glaube ich, bis zum Abi durchgehalten. Okay, es war ja auch kurz vor Abi, aber durchgezogen. Und das war auch witzig. Der Typ, der das gemacht hatte, hatte auch während der Woche Geburtstag. Und ich weiß nicht, in Frankreich ist es ja so, okay, jetzt führt euch doch mal zwischen, weil ich mal gnädig bin. In Frankreich ist es ja so, dass die da ja doch sehr schön zum Essen immer Wein und ein bisschen Champagner oder ähnliches trinken. Weil wir waren halt bei Gastfamilien, das habe ich euch schon mal erzählt. Und dann hat er den Tag halt Geburtstag gehabt. Dann haben unsere Klassen, unsere Lehrerin, Klassenlehrerin war nicht mit dabei, unsere Französischlehrerin, haben dann einfach dem so eine Flasche Sekt geholt und gesagt, hier, da du jetzt 18 bist, dann ist das hier für dich. Und dann sagt er so, ich bin aber 17 geworden. Das war auch wieder noch so eine Referenz, das war ziemlich witzig. Und dann haben die Lehrer so ein bisschen erstaunt geguckt, ach ja, und dann trinkt ihr so viel. Ja, vor allem auch gerade er war mit noch 2 anderen Jungs bei so einer Gastfamilie, die irgendwie immer Selbstgebrannten dabei hatten. Und die hatten wohl ordentlich Spaß abends bei dem. Ich war mit ein paar anderen in einer ruhigeren Familie, die irgendwie auch immer mit das alles mitorganisiert. Und da gab es halt auch immer schön fein Essen und immer schön gesittet Wein. Ne? Und bei den anderen gab es wohl so ein bisschen Schnäpschen und Bier und so. Wo ich tatsächlich sagen muss, das französische Bier ist, naja, weiß ich nicht, das kann man eigentlich nicht wirklich Bier nennen, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt gemein ist, aber ich habe da doch schon ein bisschen höhere Ansprüche, meine ich wohl. Da waren wir dann irgendwann halt mal im Supermarkt, da kriegst du halt so eine, weiß nicht, das ist in so einer Pappschachtel, in so einem Pappkarton, irgendwie 30 Flaschen oder so, 0,25 für, weiß ich nicht, 5 Euro oder so. Und das schmeckt halt irgendwie, weiß ich nicht, komisch. Also nach 3-4 Bier ging's dann, wurde es halt besser, aber anfangs war halt echt so, boah, nee, danke. So, Treppen mache ich mir noch ein paar, das könnte reichen und Zäune brauche ich und ein bisschen Kabelstone an sich. Dann trinke ich nochmal kurz was. Und ja, dann haben wir auch schon die Folge voll. Dann weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt noch verzaubern will heute. Da bin ich jetzt, weiß ich noch nicht. Da gucke ich dann gleich mal.
Aber erst mal Zäunchen und ja, Treppchen und Steinchen. So. Alles mit Chen, weil ist ja nur eine kleine Brücke. Und da dürfen halt auch nur kleine Bauteile dabei sein. So. Zack, zack, ja. 59 reichen. Zäune muss ich nicht bauen. So. Zacki, bumm. Da komm schon, so. Das verteilen wir auch noch. Und ja, komm. Aber ein können wir doch noch. Oh, sogar das auch noch. Und dann haben wir noch einen Stack Steine über. Das finde ich passend. Und ja. So, was brauchen wir gerade mal nicht? Die Axt brauchen wir jetzt mal wieder nicht mehr. So. Oh, ich bin schlau, ne? Mann, was bin ich schlau? So. Ab dafür. Eigentlich müsste ich heute noch verzaubern, aber ja, doch eine Axt, ne? Ich muss langsam auch mal wieder eine Rohstofftour machen. Ich habe schon wieder, glaube ich, deutlich unter einem Stack Diamanten. Und wenn ich mir bald eine neue Rüstung machen muss, dann sind ja wieder nochmal 8 weg, 7 weg, 8 weg, 8 weg, Alter. Das ist schon eine ganze Menge, weißt du? Wenn du zweimal komplette Rüstung machst, hast du 48 Diamanten weg. Das ist schon happig. War noch viel, ja, ich glaube, so viel waren es. Nicht, dass ich jetzt hier wieder Quatsch erzähle, aber tue ich ja immer. So, ich muss doch gar nicht nach oben. Aber ich gehe trotzdem nach oben, weil ich es kann. Damit ich jetzt hier wieder runter kann. Ha! Krasser Move, hat keiner mit gerechnet. Alle verwirrt wie sonst so was. Ich mache erst die Säulen und dann mache ich den Krams, wie sich das gehört. So. Wie mache ich das denn hier eigentlich? Mache ich da einfach die. Ich glaube, mache ich trotzdem einfach. Auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd aussieht. Aber ich mache das jetzt so. Jawohl. Das tue ich einfach mal. Alter, das Schaf ist ganz schön dick, ne? Das macht ganz schön krasse Laufgeräusche. Das ist ja auch, die Laufgeräusche sind ja auch relativ spät erst, oder? Nee, die sind noch, nee, die sind schon älter, oder? Muss gerade echt überlegen. Aber die von den Tieren, oder? Ich weiß es gerade nicht. Also, ja, Spinnen hat man immer gehört und Skelette. Aber ich meine jetzt die Bodengeräusche, oder? So auch mit den knarzenden Holzdielen und so, das ist auch noch, da kam auch erst alles viel später dazu, auf jeden Fall. Mann, ich blick bei den Updates sowieso nicht mehr durch. Irgendwann, wenn da wieder ein neues Update steht, dann kriege ich das 2 Monate später mit. Dann hole ich mir das kurz, nachdem ich halt mit mir gehadert habe wegen der Mods und sonst sowas, ne? So das übliche Prozedere. So. So. So, jetzt machen wir da hinten nur noch schnell. Fix, fix. Irgendwas war doch jetzt hier schon wieder verkehrt. Egal, was auch immer. So, da haben wir das so gemacht, ne? So, also würde ich mal behaupten, ich gucke gleich nochmal. Aber ich meine, dass ich das so in der Art gemacht hätte. Na, gehen wir mal gleich hier gucken, das geht vielleicht ganz gut. Vielleicht geht das ja ganz gut. So, Zoom, immer C. Ja, genau so habe ich das gemacht, gut. Wusste ich doch. So. Ah, vielleicht reichen die Steine doch nicht. Wer weiß. So. Nein, auf jeden Fall so reichen sie nicht, wenn man sich verbaut. Also wenn man die unnötig verballert. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. 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 Genau so muss das. So und nicht anders. Ach, siehst du mal, Steine brauche ich auch gleich noch. Hoffentlich sind am Ende noch 2 über. Aber doch, das könnte sein. Also, jetzt da hinten werde ich ja wieder nicht mehr so viele brauchen. Da könnte ich ja Glück haben. Denn ich brauche ja noch für die Ecken welche. So. Das wäre es jetzt, wenn es an den Steinen hadert, ne? Das wäre schon eine Scheiße, ey. So. Zack, 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 zack. Und da noch eins. So, Wunderbärchen. Okay, ich glaube, an den Treppen sollte es auf jeden Fall nicht scheitern. Und das war es auch schon. Jawohl. So, dann können wir uns jetzt darum kümmern. So. Ne, warte noch nicht. Erstmal da, so. Und auf der anderen Seite auch noch. Das ist wichtig. Wichtiglich. Komm ich da so hin? Jawohl, Comic. Schon wieder der Comic, Alter. Ich bin der Comic-Mann.
Stimmt das so? Nee, das stimmt auch so nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch, da ist doch was verkehrt. Also meine ich jetzt, ne? Ich bin dann. Klar ist das verkehrt, Alter. Also nur so halb, aber. Also zumindest der ist verkehrt und der auch. So. Warte, komme ich wieder raus? Jawohl, komm ich. So. Momento, Tento. Warte, komm. Jawohl, geschafft. Easy. Games. So. Nein, uneasy. Böser Stein. So, gib her, danke. Zack, 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 zack. Ja, ne? Gib, gib. Futter. Jawohl. Mann, Alter. Das ist hier gerade echt ein bisschen krampfig. Das sieht man, glaube ich. Aber das Schlimmste haben wir gleich hinter uns. Und dann geht das locker flockig von der Hand, hoffe ich mal. So, der Rest noch, ne? Aber da komme ich auch schon so wieder fast dran. Zack, 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 zack. Zack, zack. Oh, jetzt regnet das auch noch. Nice. Ich mag Regen. So, ich habe nochmal kurz auf die Zeit geschaut. Vielleicht ist doch noch Zeit zum Verzaubern. It's gonna get magic. So, gab es nicht irgendwie ein Lied, das so ging? Oder war irgendwie ein Serienopening oder so? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Quatsch. Aber das weiß ich auch nicht, weil. Egal. Spinne, ich höre dich. Ja? Willst du mich kloppen? Oder auch nicht? Okay. Dann halt nicht. Ich warte nur auf dir. So. Ja. Volo, gleich haben wir es. Also gleich aber, gleich. So, nein, so doch nicht. Shittibum. Das geht nicht. So, her damit. Zack, 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 zack. So. Oh, ich weiß noch, damals musste man ja auch immer die Holzdinger, also die Holzsteps. Slaps musste man ja auch immer mit der Spitzhacke abbauen, ne? Also in der Beta 1.8 war das auf jeden Fall noch so. Später glaube ich auch noch ein bisschen, aber nicht allzu lange. Und dann war dann, hatte ich glaube ich noch mal irgendwann, kurz nachdem das geupdatet wurde, war es glaube ich immer noch so, wenn du halt noch solche Holzdinger irgendwo hattest, die von vorher gebaut waren, dann musstest du die trotzdem immer noch mit der Spitzhacke abbauen. Also halt ging halt viel schneller als mit der Axt. Mit der Axt war es halt wie mit per Hand. Das war witzig, Alter. Witzig, komme ich da drunter? Eigentlich muss da der. Ich glaube, da war ich schon drunter. Der Vollständigkeit halber und so. Jawohl, Bike. Gut. Ja, dann verzauber ich noch schnell. Wenigstens eine Axt. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch mehr verzaubern soll. Könnte ich vielleicht. Meine schönen Diamanten, Alter. Aber ja, könnte ich, glaube ich, tun. Dann, ja, komm, machen wir das fix. Ich glaube jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine glückliche Spitzhacke nehmen soll. Ja, komm, nehmen wir. Huch, ich habe doch mehr als eine, oder? So, die hat Glück 2, die hat Glück 3, okay. Ist jetzt zwar auch nicht so relevant, aber einfach, weil die schon angekratzt ist, nehme ich die. So, das sollte auf jeden Fall schon reichen. Das ist die mit Glück, ne? Ich gehe davon aus, dass das für Level 30 schon reicht. Ist auf jeden Fall voll krass, wie fix das hier mit dem Krams geht, ne? Na, okay, nicht ganz. Aber fast. Und noch ein. Jawollo, so. Ganz schnell verzaubern. Eine Axt hätte ich gern. So. Und noch 54. Mal. 1, 2, 3. Sticks habe ich noch dabei. Jawohl. Nein. Da, so. Schön, dass die Hühner laut sind, aber bringt ja auch nichts, wenn die nichts können. So. 1, 2, 3. Also ich habe da nicht noch eine verzauberte Axt, oder? Nee, gut. Das wäre sonst jetzt ein bisschen fail. Also wäre auch nicht so schlimm, aber ne, ein bisschen fail wäre das schon. So, und was haben wir da auf jeden Fall? Glück 3 auf der Axt, das lohnt sich doch nicht, ne? Wenigstens Effizienz 4.
Ach, die hat auch. Ich glaube, die packe ich einfach mal zusammen. Ach Quatsch, Alter. So, Amboss. Kostet 23 Level, Alter. Aber heute sind wir mal nicht so geizig. Ach, Hax, holen wir gleich beibehalten. Sind wir mal nicht so geizig, weil ich habe ja gerade mal vielleicht. Zack, zack, so. Ah, dann könnte, also dann vermute ich, jetzt werde ich wohl nicht mehr Level 30. Die Möglichkeit werde ich wohl, nee, also das halte ich für sehr unwahrscheinlich, so rum. Meine Güte, was auch immer ich sagen wollte, ich sag, egal, irgendwas anderes, immer. Typisch, egal. Kloppen wir jetzt schnell noch alles weg und dann ist auch schon vorbei mit der Folge. Dann sei damit auch schon wieder los. So. Nee, das wird auf keinen Fall bis Level 30, aber vielleicht bis Level 20 reichen. Aber man merkt jetzt schon, dass es jetzt wieder länger braucht von Level her. Ich dachte eigentlich immer, damals wäre es mal bis Level 15 gewesen. Ab Level 15 wäre es dann relativ krass gewesen, dass es dann von den XP-Kügelchen, die man für ein Level abbraucht. Ne, aber egal. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, selbst Level 20 könnte knapp werden, oder? Könnte ich mal so vermuten, dass es knapp wird. Ich meine ja, wie gesagt, auch nicht so schlimm. Aber, ne. Nee, Level 20 wird auf keinen Fall. Nein, nicht meine XP zerstören, das fände ich böse. Fände ich das. Hätte auch ruhig die Spinne hochjagen können, das wäre auch nicht so schlimm gewesen. Solange ich nur die XP kriege, so. Nicht mal bis Level 17, schade. Wäre ein schöner Abschluss gewesen, wo ich vorhin das Thema, also die Zahl mal thematisiert habe, so rum. Ja, ein bisschen Nederquarz haben wir, ne? Und wir haben heute immer eine Brücke gebaut. Das ist ja schon mal was. So, weg damit. Ab nach oben. Und dann muss ich mir aber überlegen, was ich fürs nächste Mal mache. Und dann habe ich auch nur noch 5 Folgen zum Aufnehmen, bevor ich bei Folge 1000 bin. Ach, scheiße, ey. Ich glaube, das kann ich schon mal ankündigen. Es könnte durchaus passieren, dass Folge 1000 später kommt. Ich würde nur mal vorwarnen. Ne, aber ja, vielleicht hast du später mehr, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.